Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von To The Moon. Ich habe Dr. Watts leider in der letzten Folge nicht, ich bin ihn nicht losgeworden. Aber wer weiß, der Jahrmarkt hier scheint ja ein bisschen größer zu sein. Da werde ich bestimmt die ein oder andere Möglichkeit finden. So, was ist passiert? Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass Johnny einen Zwillingsbruder namens Joey hatte und dieser von seiner eigenen Mutter überfahren wurde. Versehentlich, verdammt. Ich habe gerade gegen das Mikro geschlagen, falls ein komisches Geräusch kommt. Komikiges Geräusch. Ja, und wir haben erfahren, dass Johnny quasi als neuer Joey herhalten musste. Seine Erinnerung wurde mit Beta-Blockern ausgelöscht oder verdrängt und seine Mutter hat schlichtweg den Verstand verloren. Tja. Jetzt werden wir mal sehen, was hier passiert. Ob es hier etwas Interessantes gibt. Irgendwas wird hier passieren. Ja, schau mal. Da haben wir ja die Übeltäter. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm schon, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen, nur weil er vor mir dran war. Hihi, ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklöß. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bluffst doch nur. Ach ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Wundervolle Fügung, wenn man überfahren wird, ist das, glaube ich, Auslegungssache. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier, ich sehe es in meine Kristallkugel rein, ein Arzt. Okay, das war's mit der wundervollen Zukunft. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Ey, wo ist mein Trinkgeld? Es werden 3 Memory Links benötigt, um voranzuschreiten. Na, okay. Verdammt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich war schon ewig nicht mehr auf einem Jahrmarkt. Also sowas wie einen Jahrmarkt haben wir bei uns hier nicht. Das heißt bei uns Bauernfest. Keine Chance, ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Nein. Nein. Na, ich habe jetzt eigentlich den Memory Link gesucht. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopfst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummerchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First Person Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja. Oh nein. Los geht's. Maus benutzen, oder? Gucken wir doch mal. Ja, wir haben bei uns das Bauernfest. Das ist sowas in der Art. Da sind auch jede Menge Stände. Da gibt's... Yay. Da gibt's gibt's Fahrbahnen. Die haben alle verschiedene Gesichter. Komm schon. Kirmes hatten wir auch mal, aber das ist hier in der Gegend auch nicht mehr. Da fehlt einfach das Geld dazu. Das ist dann einfach nur noch ein großes Saufgelage und tut mir leid, da fehlt mir die Lust dazu. Die Zeit ist um! Dann wollen wir mal sehen. Bei 46 gesichteten Zielen hast du 49 mal zugeschlagen und dabei 42 mal getroffen. Das ergibt 91% Trefferquote. Das ist ein neuer Rekord für dich. Oh. Oh, wie süß.
So, wie viel Links haben wir denn? Ich habe gar nicht aufgepasst. Okay. Oh. Früchte, frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Doch. Doch, sind sie. Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten. Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Das ist jetzt kein Gag. Tomaten sind wirklich Früchte. Und Erdbeeren, wenn ich mich nicht irre, zählen, glaube ich, zu den Nüssen. Also wenn ihr eine Nussallergie habt, müsst ihr auch vor Erdbeeren aufpassen. Irgendwo muss doch noch ein weiterer Link versteckt sein. Okay, ich habe zwei. Da muss ich wirklich mit der Maus suchen. Na gut, das ist jetzt echt nicht leicht. Nein. Mehr Memory Links sind hier nicht zu holen. Ja. Wo könnte dieser letzte Link versteckt sein? Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Es sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Ja! Aber darauf erstmal zu kommen, da die Memory Links zu verstecken, das ist, naja. Wieso habe ich jetzt eigentlich vom Bauernfest erzählt? Ist doch Fuppes. So, was gibt's denn hier? Oh Gott. Sieht aus, als ob da gleich gesungen wird. Das sind ja die zwei. Njam, 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 njam. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du mir diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Oh, nö. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich darauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Notiz, eingelegte Oliven. Etwas, was der kleine Johnny hasst. Joeys Lieblingsspeise. Meine Güte, ist dem Kind wirklich so die Lebensart seines Bruders aufgezwungen worden, dass es die eigene Identität völlig vergessen hat. Ich meine, es wurde ja quasi dazu genötigt, Oliven zu mögen. Boah. Nee. Also wenn mir irgendeiner kommt, Oliven gehören auf eine Pizza, dann gehört meine Faust definitiv in dieses Gesicht. Und jetzt habe ich Hunger auf Pizza, super. Wie viel? 5 Memory Links. Ach du Scheiße. Wir wetten, dass das eingelegte Olivenglas nichts davon ist. Ach, warte, Moment. Das ist die Tasche, die er gewonnen hat. Werden wir vielleicht erfahren, wem er sie geschenkt hat. Alles belegt. Moment, Junge.
Es hieß nicht einen Meter weiter. Stehen bleiben. Ich sagte stehen bleiben. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Falls man gerade ein komisches Geräusch gehört hat, das sich anhörte wie ein Furz. Ich schwöre. Bei der Banane des Himmels und dem heiligen Känguru, das war nur der Sessel. Bleib stehen! Nein, nein, nein. Ich sagte, bleib stehen. Hallo? Respektier meine Autorität. Oh, wieder diese Musik. So fängt auch die Vögel an. Naja, okay, er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte ebenso gut von einem Rudel Tiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudel, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sternegucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel, jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne, bis der Morgen dämmerte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mama mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ja jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, weil wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinzucht abgedriftet bin. Okay, das könnte fast die Lebensgeschichte meiner Schwester sein. Nur ohne den Hügel, ohne das Sterngucken, ohne das Teleskop, ohne die Lüge mit dem Zelten, aber mit der Koffeinzucht. Ich muss jetzt auch wieder sagen, ich habe auch so einen Hügel, sage ich jetzt mal, an dem ich gerne, wo ich gerne hingehe und alles auf mich wirken lasse. Das ist in meinem Heimatort, also wo ich jetzt, wo meine Eltern leben, da ist eine größere Erhebung. Die heißt zwar Winterberg, aber die haben wir im Saarland, wir haben das Winterberg Krankenhaus in Saarbrücken und der Winterberg an der Grenze zur Pfalz. Also zwei verschiedene Dinge. Und dort oben ist ein Platz. Von dort aus kann man direkt in das Tal sehen, wo man die Dörfer sieht und die Kreisstadt. Und unten die Straße, da ist eine Brücke und das Rathaus. Also in dieser Kreisstadt. Man sieht genau drauf, auf diese Lichter, auf diese von Lichtern erhellte Brücke. Und dann das Tor. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber wenn man in Paris ist, den Triumphbogen, Arc de Triomphe, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt ja Straßenverbindungen, wo man von jedem Ort aus diesen Bogen sieht. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine Leitform davon. Und wenn man das nicht sehen möchte, schaut man einfach in den Himmel und genießt die Sterne. Das ist für mich auch ein ganz besonderer Ort, muss ich jetzt ehrlich sagen. Den habe ich nur ganz wenigen Leuten gezeigt, also wenn ich gerade mal so nachdenke, gibt es nur zwei Leute,
denen ich diesen Ort jemals gezeigt habe und die ihn kennen. Wenn die die Beschreibung von mir jetzt hören würden, würde ihnen dieser Ort wahrscheinlich auch einfallen. Habt ihr so einen Ort, wo ihr, wie soll ich das sagen, euch zurückziehen könnt, wo ihr einfach die Sterne genießen könnt? Das ist ja egal, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land oder in einer Berghütte. Ich glaube, so einen Ort hat jeder von uns. So, aber genug von der Geschichte von Dr. Watts Koffeinsucht. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Ja, und jetzt komme ich wieder zu einer Geschichte. Dadurch, dass ich so viel mit Dementen arbeite, ist mir die Erinnerung sehr viel wert. Die positiven wie auch die negativen. Und also ich war nie einer gewesen, der gerne Fotos macht oder der Fotos mag. Also es gibt, glaube ich, von meiner Anfangsschulzeit bis etwa meine Ausbildungszeit kein Bild von mir. Ich wollte, dass keins gemacht wird. Vielleicht gibt es ein paar vereinzelte, aber nicht so, wie man halt Bilder macht, wenn man ja ein Kind ist, wie es die Eltern halt machen und ja, wie es heute gemacht wird mit den vielen Selfies. Seit ich in diesem Beruf arbeite, ist mir die Erinnerung aber viel mehr wert. Und egal, wie schön eine Erinnerung ist oder wie sehr sie einen getroffen hat, es gibt genug Krankheiten, die dafür sorgen, dass diese Erinnerungen verschwinden. Und deswegen habe ich irgendwie damit angefangen, Fotos zu machen und auch genau zu dokumentieren, wann, wie, wo das war. Meine erste Reise ins Ausland, das war Frankreich. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt, quasi die französische Nordsee, sage ich jetzt mal. Also aus dem Kopf raus weiß ich jetzt nicht mehr, wie der Ort heißt. Das erste Mal Ostsee, die Bilder gibt es leider nicht mehr, ist ein anderer Grund, wo ich mit einem Freund in Frankfurt war, am Museumsufer, da war irgend so ein komischer Tag, da konnte man in jedes Museum rein, einmal 5 Euro bezahlt, man konnte in jedes Museum rein, ich glaube es waren 5 Euro, das war geil, da haben wir das Filmmuseum besucht, unterwegs habe ich jemanden getroffen, den ich von früher kenne, ich meine, da habe ich noch jede Menge Bilder davon. Das sind Erinnerungen, die ich einfach extrem gerne habe. Als ich mit meinen Eltern das Keltenfest in Rheinheim besucht habe, als Kind, der damalige Chef dieser Keltengruppe, die es leider inzwischen nicht mehr gibt, den habe ich dort kennengelernt, ein paar Jahre später wieder getroffen und sofort erkannt und ich wollte in diese Gruppe. Das war für mich echt was Besonderes. An dieser Stelle ein Gruß an meinen alten Häuptling. Grüße von Bacchus. So, weiter geht's. Dr. Watts, tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Heilige Scheiße, ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumstreunen. Wer kommt jetzt? Nein! Die kannten sich bereits als Kinder. Nein, wirklich. Hallo? Warte, bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige, ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Willst du dich zu mir setzen?
Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Hey, das ist ja mein Thumbnail. Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmarkts. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle darüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Okay, dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Stell mal vor, du würdest River heißen. Ach du lieber Gott. Das darf doch alles nicht wahr sein. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Ja, mich auch nicht. Flo John. John Flo. So ein cooler Name. Was ist verkehrt daran? Hä? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Das ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus. Aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben, was glaubst du, sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich doch nur aus. Warum soll der mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie einen Hasen. Möchtest du einen machen? Klar, machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Ich nehme das große leuchtende Ding da, ich weiß nicht, was es ist. Okay, von drei. 3, 2, 1 und lo. Ich sehe es. Wo? Am Himmel. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Das sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter? Und da, das sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist sein großer, runder Bauch. Oha. Ach Gott, wie süß. Deswegen hat River ihren Hasenfetisch. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die fest sitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben.
Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Wow, deine Tasche, was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopf dem Maulwurf gewonnen habe. Ein Schnabeltier. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. Das ist jetzt keine Reaktion von Dr. Watts kommt. So eine Art Entenbiber-Tier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Shit, Mom ruft mich. Hier. Weißt du was? Behalt es. Es gehört jetzt dir. Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer 1 bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Yep, du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja! Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Ja, komm her. Oh, mein Hecki-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Der Hecki-Sack, den wir auf den Leuchtturm geworfen haben. Oh Gott, wie sie sich freut. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment mal, soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, das hier würde eine inspirierende Kindheitstraumgeschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal, du willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Eva, nein! Eva? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. So, gut, wir könnten pausieren. Oh, Johnny befindet sich im roten Bereich. So, es tut mir leid, dass die Folge so lang geworden ist. Ich wollte einfach nicht unterbrechen, das war so eine schöne Szene. Aber jetzt sind wir wieder in einer kritischen Situation. Was hat Eva vor? Und wieso hat Dr. Watts Angst davor? Ich meine, der Held dieser Geschichte. Wir werden es erfahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.